Hallihallo, ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich hier zum Tagesimpuls für den Dienstag, den 2. August. Bewusst kurz gefasst, weil Zapunzel ist on holiday. Der Seelenpartnerprozess wird wieder aufgenommen. Ende der Woche. Am Wochenende gibt es dann wieder ein ausführlicheres Orakel. Ich möchte jetzt mal wissen, unter welchem Stern steht der Dienstag? Welches Thema könnte interessant sein für dich? Was heißt es für dich, zu Hause zu sein? Was bedeutet für dich zu Hause? Bedeutet zu Hause, von Menschen umzingelt zu sein, die einfach zu deiner Familie gehören? Bedeutet zu Hause sein für dich, dich mit Menschen und Dingen zu umgeben, die dir so ein Gefühl von Geborgenheit geben? Die große Frage für heute, die sich da sofort stellt: Wie sehr fühlst du dich in dir selbst zu Hause? Welches Krafttier begleitet dich? Das Pferd. Ja, war lange Jahre auch mein treuster Begleiter. Kümmere dich um andere, aber lass sie frei sein. Ja. Und ich habe mir damals so ein Pferd zugelegt, das war verritten, das hatte wenig Vertrauen. Am besten ist es dann, dieses Pferd nochmal ein Jahr lang auf die Spielwiese gehen zu lassen und das Vertrauen langsam aufzubauen. So ein Pferd kann aber nur Vertrauen zu dir aufbauen, wenn du Selbstvertrauen in dich selbst hast. Auch nochmal so ein Tag, ne, wo all diese Dinge nochmal auf den Prüfstand gestellt werden dürfen. Und ich frage mal mit den Lennys, welche drei Karten möchten uns was über den heutigen Dienstag erzählen? Eine bitte noch. Ja, check einfach nochmal ab, wo du wirklich aus vollem Herzen dein Leben lebst, so wie es dir gefällt. An welchen Stellen bremst du dich selber aus? An welchen Stellen bist du nicht ehrlich zu dir selbst? Ja, und was kannst du vielleicht in Angriff nehmen, um dein Leben in eine positivere Richtung zu verändern, sofern du dennoch nicht zu 100% zufrieden mit deinem Leben bist? Ich lasse mal liebe Grüße da, bedanke mich fürs Zuschauen, liken, kommentieren und abonnieren. Sag Dankeschön für alle, die mir treu bleiben, auch wenn ich jetzt mal eine Woche ein bisschen minimalistischer unterwegs bin. Aber ich denke, Urlaub hat jeder schon mal verdient und ich auch. Ich lasse euch liebe Grüße da und bis dann.